Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um Lasagne, beziehungsweise um eine Idee, die ich hatte. Und damit bin ich schon mal auf die Nase gefallen. Ich habe eine Idee gehabt und gedacht, das ist eine Mega-Idee, das ist nur von mir und ich habe das erfunden. Eine Spaghetti-Pizza, bis ich dann darauf hingewiesen wurde, dass es diese Spaghetti-Pizza schon lange gibt. Und die gibt es sogar als Fertiggerät von Dr. Oetker. Gut, voll auf die Schnauze gefallen. Diesmal habe ich mich schlau gemacht und meine Idee, eine Lasagne nicht zu machen in einer Auflaufform, in unserer Ofenhexe zum Beispiel, sondern in der Paprika geschichtet. Und diese Idee hatten schon andere vor mir und ich finde das eine gute Idee und das werden wir heute auch machen. Was das, wie das genau ausschaut und was da hinterher rauskommt, das weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Wir werden auf alle Fälle unsere Bolognese machen, so wie sonst auch immer. Und wir machen eine Bechamel-Soße dazu. Also es gibt ja die Variante mit Schmand. Und ich möchte heute die etwas gehobenere Ausstattung machen mit Bechamel-Soße. Gut, gehen wir mal runter, schnippeln unser Gemüse. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. So, das soll schon gewesen sein. Eine mittelgroße Zwiebel, etwas Karotte und zwei Knoblauchzehen. Das soll es erstmal gewesen sein. Hinterher mache ich noch ein bisschen Mais dazu. Aber jetzt gehen wir mal runter zu unserem Wok und richten uns eine schöne Lasagne-Soße. Ich hätte beinahe gesagt Bolognese, aber das darf man ja nicht sagen. Es ist ja eine Hackfleischsoße. So Freunde, ihr habt es gesehen, eine schnelle Geschichte, Hackfleisch angebraten und normalerweise habe ich deutlich mehr Soße. Also wenn wir eine normale Lasagne machen mit den ungekochten Platten, dann kommt da eine richtige Hackfleischsoße drauf. Dieses Mal ist es mehr eine Hackfleischmasse, weil wir die Lasagneplatten vorgaren werden. Und dann nehmen die keine Feuchtigkeit auf oder nicht mehr so viel auf, deswegen etwas weniger Tomatensoße. Aber ganz wichtig, probieren. Hackfleisch und Tomatensauce ist immer was Feines. Salz haben wir genug dran. Chili habe ich auch, habt ihr gesehen, zwei so Prisen dran. Pfeffer, davon tue ich noch ein bisschen was ran und dann darf das jetzt da stehen bleiben und so ein bisschen vor sich hin köcheln. Wir kümmern uns weiter um die Lasagneplatten und um die Bechamelsauce.
So, hier haben wir unsere Bechamel-Soße, unser Bechamel-Brei. Wir lassen den absichtlich etwas dicker. Der wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen andicken, bis wir ihn brauchen. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Wasser dazu tun oder ob es uns so reicht. Jetzt probieren wir erstmal. Immer ganz wichtig. Spritzerle Zitrone, bisschen Zucker. Perfekt. Muskatnuss darf nicht fehlen. Fertig. Lassen wir so stehen. Richten wir uns die Paprika, beziehungsweise wir müssen die Lasagneplatten ja vorkochen. Das machen wir jetzt als nächstes. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Lasagneplatten vorgekocht, damit die mir nicht zusammenkleben hinterher. Also erstmal habe ich sie ja einzeln rein, damit sie nicht so zusammenkleben. Und wir werden die, wenn wir sie da rauslupfen, in kaltes Wasser geben. Gleich abschrecken. Ich habe Angst, dass die mir sonst zusammenbacken. Eine ist kaputt gegangen. So, ihr habt es gesehen, eine, die ist mir kaputt gegangen. Das macht nichts, wir müssen die ja eh kaputt schneiden, wenn wir sie in die Paprika füllen. Aber von der Kochzeit her, da bin ich ein bisschen überrascht. Wir brauchen tatsächlich nur 3-4 Minuten, dann sind die fertig. So, Freunde, der nächste Schritt und fast schon der letzte Schritt, das sind die Paprika, die wir jetzt säubern müssen und füllen und den Backofen vorheizen. Meiner ist bereits vorgeheizt bzw. noch warm. Wir haben heute wieder ein Brot gebacken. Gut, den heizen wir vor auf 200 Grad. So, die Paprika auch ruckzuck geputzt und jetzt kommen wir schon ans Füllen. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich unten mit anfangen soll. Ob ich mit Hackfleischsoße anfangen soll oder ob ich mit Nudeln anfange. Ich fange mit Hackfleischsoße an. Genau. Ich möchte ungefähr 3 Schichten, also mindestens 3 Schichten Nudeln drin haben, dass wir auch hinterher satt werden. Also das ist ja, die Nudel soll ja zum Satt werden drin sein. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. So sieht jetzt unser Hackfleisch aus. Hier haben wir unsere Bechamelsoße. Die ist jetzt etwas dicker, ihr seht es. Das ist aber in Ordnung, denke ich. Habe ich gerade eine erwischt, die nicht steht. So, wir machen das hier nochmal. Die steht besser. Und hier passt auch mehr rein. So. Unten wieder ein bisschen Hackfleisch. Eine halbe Lasagneplatte. Bechamel, Fleisch, ja, das kann man ruhig ein bisschen zerdrücken. So, ordentlich Käse. So, Freunde, das war das Füllen. Auch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte vielleicht etwas weniger Hackfleisch nehmen sollen oder können. Das waren 400 Gramm. Da reichen wahrscheinlich auch 300 und dann etwas dünner. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Das waren 400 Gramm und wir brauchen keine 10 Lasagneplatten für 5 große Paprika. Wir brauchen nur 7. Gut, Bechamelsoße. Ja, das hat locker gereicht.
ist jeweils ein Esslöffel oder ein knapper Esslöffel drauf. Und jetzt kommen sie bei 200 Grad für ca. 35-40 Minuten im Backofen. Ich zeige euch das mal. Ich habe die Deckel lasse ich unten, die habe ich so dazwischen gestellt. Und jetzt werden wir das mal bei 200 Grad überbacken. Achtet beim Kauf der Paprika drauf, dass ihr nicht diese Spitzen kriegt, sondern eher die runden. Die stehen besser. Gut, das war's jetzt. Wir stellen mal die Uhr auf 30 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder. Ich mache hier klar Shift. So, Freunde, der Backofen piepst. Das heißt, unsere Paprika, gefüllte Paprika, Lasagne-Paprika ist fertig. Eine ist mir natürlich umgekippt. Diese Spitze, die sieht nicht so schön aus. Die anderen, ich glaube, die sind was geworden. Aber das schauen wir uns an. Tada. So. So, ein kleines Fazit. Die Lasagneplatten dürfen nicht oben rausschauen. Die werden knusprig. Gut. Irgendwo logisch. Vom Überbacken her, ich habe 20 Minuten mit Ober-Unterhitze. 210 Grad ungefähr. Und nochmal 10 Minuten mit der Umluft, damit wir dieses Knusprige oben kriegen, diese braunen Käsestellen, es sieht immer ganz toll aus. Gut, sollen wir die noch zusammen probieren? Ich schneide mal eine auf. So, da haben wir das gute Stück, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich mache euch ja hinterher wieder ein Foto. Das war jetzt die umgefallen ist, die war nicht so schön. Aber zum Probieren reicht die vollkommen aus. Erstmal probieren wir die Lasagne ganz normal. Gut. Schmeckt ein bisschen anders als normal. Und die Paprika mit Lasagne. Länger als 30 Minuten dürft es auch nicht. Die hat jetzt noch ein bisschen Biss. Und schmeckt gut. Ist mal was anderes. Prima. Gefällt mir. Gut, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich mache euch jetzt noch ein schönes Foto. Das sieht nämlich jetzt schon ganz schön lecker aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Ciao.